Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück. Wir haben hier irgendwie Nervenzusammenbruch. Hallo Dunkel, halt mein alter Freund. Erstens, eine Krankenstation. Ich schlage professionell vor. Ja, professionelle Hilfe für einen Zusammenbruch. Ist vielleicht wichtig. Wir kommen zurück zu Surviving Mars. Ja, wir haben in der letzten Kolonisten dazu geholt. Und haben mittlerweile hier auch schon Kindergarten. Wo noch keine arbeiten. Aber wir haben hier schon mal auch Häuser in Tonnen gebaut. Wir schicken auch direkt die Rakete hier wieder zurück. Die startet wieder durch. Weil wir direkt die nächste Passagierrakete holen. Wir achten darauf, dass keine Touristen mitkommen. Touristen müssen aktuell den Flug leider meiden. Ich hätte gerne noch ein paar Botaniker. Medizin ist auch nicht schlecht. Oh, wir haben zu viele drauf. Kann das sein? Keine Spezialisierung und keine Spezialisierung. Dann starten wir das Ding auch durch. So. Also hier wohnen jetzt auch schon einige, ja. Von mir meinetwegen hier auch noch einen kleinen Supermarkt rein. Weltraumbar, Casino, Lebensmittelgeschäft. Ist doch nicht was Größeres, das ist ein kleiner Lebensmittelladen. Kleiner Kunstladen, Elektronikladen. Ein Gebäude, in dem relativ für die Erdbewohner produziert werden. Die Arbeiten erhalten einen Komfort- und Moralboost. Und werden für Werkstattmeilensteine angerechnet. Generiert Geldmittel, verbraucht elektronische Geräte. Machen wir das mal hier hin noch und dann noch ein Lebensmittelgeschäft. Das sollte schon passen. Die Reality-Shows kommen vielleicht hier hin oder sowas. Er ist auch schon wieder voll. Man soll halt erst einmal hier ein bisschen abgeben, damit sie reparieren können. Was sind jetzt überhaupt unterwegs da hinten? Treibstoff haben wir tonnenweise. Wahnsinn. Freie Wohngebäude 55. Freie Arbeitsplätze 29. So, den Rest soll er abliefern. Hier, damit die auch wieder was auf Lager haben. Du lieferst schon wieder die nächsten Personen. Und was mit dir? Ah ne, du kommst gerade runter. New colonists have arrived. 12 neu angekommene Kolonisten. Die arbeiten zum Beispiel voll wenige. Wie schaut's hier aus? Mag niemand den Arbeitsplatz hier haben oder was? So voll der Luxusarbeitsplatz. Die Bar kann auch dauernd geöffnet sein, meinetwegen. Hier, dich kenn auch. Dauernd Arbeiter rein theoretisch. Und wir kümmern uns mal darum, dass hier rein theoretisch ein großes Lager direkt ist, damit die das abtransportieren können. Weil der Müll muss auch mal weg hier. Kompaktes Passagiermodul. Es passen mehrere Leute rein. Yes! Wir können mehr Leute transportieren. Nachhaltige alte Gebäude, Inhalte müssen nicht mehr so häufig gewartet werden. Das ist auch gar nicht schlecht. Also hier wird erstmal abtransportiert, damit mehr Metall produziert werden kann. Hier geht's voll ab. Wir produzieren pro Soll 31. Das ist super.
bedeutet, unser Metall ist stetig am Steigen. Das ist schon mal super. Was warst du? Du warst eine kleine Elektronikfabrik. Genau, dafür haben wir Edelmetalle gebraucht. Weil wir damit elektronische Geräte herstellen können. Damit können wir Maschinenteile herstellen. Den können wir auch schon mal wieder aktivieren. Und wir haben mittlerweile so viel gescannt. Dass wir den Gang hier unten so anfangen zu scannen, einfach nur. Wir haben auch gleich nichts mehr aktuell, was wir sonst erforschen können. Nee. Ich glaube, man ist da oben frei zu holen. Du kannst direkt wieder abheben. Oh, Metall, ganz viel Metall für mich jetzt. Nehmen hier schon mehr Leute drin? Ja, ein paar mehr. Das Ding ist auch bummvoll. Können sich aber auch in den anderen Kuppeln aufhalten, oder? Also die müssen ja. Einer befindet in der Weltraumbar, wie es scheint. Cool. Hier sind aber immer noch wenige Mitarbeiter. Freiarbeit verringern. Vielleicht muss ich aber hier zum Beispiel das Gebäude mal abreißen. Leute, ich muss euch leider darum informieren, dass wir ein Abrisskommando hier haben. Dass sich darum kümmert, dass das Gebäude entfernt wird. Und dann kommt da ein neues Gebäude hin. Bisschen mehr Platz und alles, muss ja sein. Die Arbeiter sind instant unterwegs für den Großbau. Wir haben nicht relativ viel Jobs hier drin gebaut, das ist natürlich der Unterschied dann. Hier zum Beispiel sind weniger Jobs, hier ist ein Krankenhaus zum Beispiel. Was war das nochmal? Das war ein Forschungslabor. Jetzt mal selber forschen noch. Ach, der eine hat sich jetzt auf die andere Schicht verschoben. Cool. Kindergarten haben wir auch. Einen Bewohner haben wir da drin im Kind, in der Kindertagesstätte. In der Schule ist auch jemand, der lernt. Also unsere Leute sind auf jeden Fall fleißig. Jetzt haben wir hier niemanden, der arbeitet. What? Shit, okay. Ich brauche noch eine Passagierrakete. Wir schmeißen alle raus. 22 Leute, what? Keine Spezialisierung, keine. Ich suche jetzt erstmal alle mit dem Tag. Ich habe Botaniker hier. Keine Spezialisierung, Geologe, Mediziner, Ingenieur. Keine. Keine Wissenschaftler, keine Officer. Jetzt sind alle Touristen draußen. Startet durch. Das Unterfangen bis da hinten wird noch lustig. Aber vielleicht brauche ich einfach erstmal nur eine Kuppel bis dahinter. Gibt es wieder Missionen? Was sagen die Russen hier dazu? Kontakt. Technologieaustausch möglich? Okay. Wir haben keinen, die euch interessieren. Ja, dann gut. Dann. Seniorenheim. Intelligente Anlage. Erforscht Technologie. Dieser Haus, um diese Gebäude zu verstehen. Intelligentes Apartment. Wahnsinn. Masche-Universität. Mars-Universität. Im Spielplatz könnte man irgendwann mal noch bringen. Meteoreinschlag. Ah, ja, das hat natürlich direkt getroffen. Reparieren, Leute, reparieren.
So, die Verbindungen werden geschweißt und geflixt. Die Landung vom nächsten ist auch gleich mal da, das ist perfekt. Ich brauche entweder schon so eine kleine Kuppel. Eine Mikrokuppel zum Beispiel. Aber ich will keine Mikrokuppeln platzieren, ich will eine Standardkuppel platzieren. Sektor scanned. Wie viel Wasser? 10.000? Die eine Note hält 10.000 Wasser. What? Und es ist unten. So, wir bauen das jetzt mal, dann wird hier eine Verbindung durchgemacht. So, jetzt kommt die Megakolonie-Rakete. Komm runter, mein Freund. New colonists 22 neu angekommene Kolonisten. Die haben sich natürlich gleich mal das Gebäude geschnappt. Das ist die auch direkt belebt, die Anlage hier. Hier sind volle Arbeiter drin. Yes, so wollte ich das. Auch voll besetzt? Auch voll besetzt, jawohl. Das ist doch gut. So viel fehlt hier noch. 4 Polymer und einiges an Beton. Ihr fahrt so, okay. Ich traue euch das auch nicht schlecht. Ich habe irgendwie das Gefühl, es kommen aktuell keine Missionen mehr an der Oberfläche selber. Aktuell eher sowas wie hier, wo Ergebnis ist Geld dafür. Hier kriegen wir, was kriegen wir hier dazu? Ressourcen, die aus dem Himmel fallen. Das könnte unangenehm werden. Oder hier, wo wir 400 Forschung dazu erhalten. Wie schaut's hier aus? Die machen Forschung pro Sol 330. Leute, wir forschen natürlich jetzt schon ordentlich. Was mich halt stört, ist, dass wir keine fliegenden Drohnen haben. Ich hatte die letzte Mal am Anfang, die waren super wichtig für mich. Aber was wir auch diesmal bauen werden, wir werden jetzt einfach mal hier so ein Aufforschungsding bauen. Einfach mal hier so hin. Ah, da kommt gleich der Trupp. Okay, jo. Baut das Ding auf. Der Aufforstungsbetrieb. Wir können das rein theoretisch mit Wasser füllen dann und das hier auch. Das wäre natürlich cool. Schauen wir mal, ob der was machen kann. Flechten, genau. Da sind die ersten Flechten. Jo! So ein paar Flechten tun schon was. So. Wie schaut es hier hinten aus? Die Kuppel dauert halt, bis die das Ganze transportiert haben. Wie gesagt, mir fehlt halt einiges. Oder mir fehlt halt... Ah, warte mal, ich kann doch einfach ihn verwenden. Transportier mal. Und dann soll er sich mal vollpumpen mit Sachen.
Flattert dabei. 41, 40, 45. Gut, perfekt. Und dann bringst du das bitte alles nach hier. Wir müssen dieses Edelmetall abbauen. Das wird so eine der wichtigsten Aufgaben sein in nächster Zeit. Wie schaut es mit unserer Schule aus? Aktuell geht ein Kind hin und eins geht hier hin. Mach mehr grüne Flechtis. Änderung pro Säule 0,01. Änderung von allen aktiven Gebäuden 0,01. Aktuelle Fortschritt 0,01. Hey, aber es ist etwas. Was ist denn das? Das sagt, dass es sozusagen zum Ausbuddeln ein bisschen was gibt. Ah, okay. Das hier ist eine Hauptstadt, die kann man aber auch nur richten, wenn das alles passt. Das Treibhaus verwischt, Erforschung, Treibhausmaß. Das will ich auf jeden Fall machen. Oberfläche verändern. Platzieren hier eine große Statue jetzt. Nahrung stehen immer noch gut da. Brauch. Nahrungsverbrauch und Nahrungsproduktion. Das ist super. Aber die Produktion sollte sich jetzt natürlich erheblich ansteigen, wenn wir so viele Mitarbeiter haben, oder? So, was tun die eigentlich? Die machen nichts, ne? Die sind einfach nur gut, da zu stehen. Schulspitze mit Hilfe moderner Fernunterrichtsmethoden gewünschte Stärken bei Kindern. Kein Spitzenplatz. Ist das ein Spitzenplatz zum Beispiel, oder was? Na gut, Leute. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.